Kerl, deine Leben sehen echt nicht gut aus. Weißt du das eigentlich? Ah, fuck. Ah, verdammt, ich hab... Egal. Das war knapp. Eingeschlafen bin ich trotz. Oh, ich... Ja. Ich kann ihn heilen. Lohnt sich jetzt zwar auch nicht mehr, weil ich sowieso gleich in der Stadt bin und mich komplett heile. Hat gar nichts gebracht. Er ist nicht geheilt worden. Was? Wieso nicht? Da heilt er schon, nur ist halt trotzdem nicht. Ey, Holzkohle. Ich weiß nicht mehr, wie ich Holzkohle aus Bambus herauskriege, aber ich hab's geschafft. Ah, okay. Eine Chance zu heilen sich gerade. 50%, ja gut. Dann konnte das ja fast nichts werden. Das ist auch bei 60% gewesen, ne? Ja, ja, hab ich vergessen. Das ist der Kopf des Donnerfisches. Er muss sehr getrieben sein. Lass ihn weitertreiben. Nee, nee. Ach so. Weitertreiben lassen. Ich kann ihn nicht mitnehmen, weil es zu groß ist. Sowieso klar. Ja. Klar passt er da durch. Völlig logisch. Ich glaube, hier links kann ich auch nochmal jetzt drin. Ne? Richtig? Ne, hier nicht. War es im Feld davor? Muss ja dann offensichtlich. Tatsache. Hier war auch noch was. Da kommt der Kopf. Hallo, Kopf. Und weiter geht er. Hinterher. Den schnappen wir uns. Der darf nicht in Frieden ruhen. Da bist du noch Graf vom Fischkopf schänden. Du da. Ja, hier noch nicht. Ja, ja, da ist der Fisch. Immer weiter treiben lassen. Bis irgendwer was davon hat. Idealerweise wir. Ach so. Dachte, ich komme jetzt von Haus aus dahin, weil ich die Fluten gestoppt habe. Nein, ich muss den Kopf davor machen, damit der die Fluten abhält. Okay. Das ist ein bisschen unnötig irgendwie, aber gut. Macht nichts. Macht nichts. Magnus halt Fischadler statt. Ah. Auch zum Stufenaufstieg bestimmt. Also es tatsächlich lohnt sich, das Item zu holen, offensichtlich. Voll gut. Voll gut, voll gut. Dann wollen wir mal. Ja, wir gehen mal zurück. Wir gehen mal einmal zurück. Ich kann mal sehen, mir am Chat was gerade online gegangen mit der Sunkenland übrigens. Hab ich voll gesehen. So. Nanda. Yosu ga okashii zo. Immer stimmt hier nicht. Teikokuheiga. Ja. Das ist gut. Jetzt kommt Lüü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 
Umso länger man das Sparbuch im Inventar trägt, umso wertvoller wird es beim Verkaufen. Hab ich so im Verdacht. Okay, Gibar gibt 200. Ist nicht viel, aber ist deutlich mehr als die anderen beiden. Dachte, das wäre ein krasserer Wert. Na gut, hau weg. War eh nur ein Test gewesen. Und die behalte ich trotzdem immer da drin, die ganzen Karten, weil ich muss ja gucken, ob die immer mal verwelken oder verblassen. Das scheint der Fall nicht zu sein aktuell. Erstaunlicherweise sind immer noch so gut wie am ersten Tag. Und immer noch genauso viel wert. Interessant. Kann ich neues Sortiment kaufen? Sieht so aus. Also ja, auch Händlerangebote scheinen sich tatsächlich zu regenerieren. Warte, Gürtel für Kellers. Ach, das ist ein richtiges. Nee, bestimmt zum Ausrüsten. Also nicht, nein, ich dachte gerade, das wäre ein Ausrüstungs-Item, aber nein, es wird einfach nur ein Item sein, was ich im Kampf nutzen kann. Schätzungsweise. Na gut, egal. Haben wir erstmal. So. Dankeschön, ja. Schau mal ganz kurz rein. Nee. Ist doch nicht hier drin. Warte kurz. Dank eines genügsamen Lebens könntest du genau Buch führen. Gut, es war nicht leicht, sich nicht zu gönnen und fast nicht zu essen, aber da fühlt es sich sogar noch sehr schön an, ein dickes Bankkonto zu haben, oder? Die Frage ist, ich kann sie auch im Kampf einsetzen. Und zwar mit jedem Charakter, ob man es auch dadurch vielleicht den Wert steigern kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Nein, ich wollte trotzdem hier bleiben. Ja, Gruppe. Magnus. Nein, doch nicht. Doch, hier ist einer. So ein Item ist es, okay. Das Silberkettchen ist hier, also okay. Guck mal, gibt ganz andere Sachen dazu. Gibt weniger AG obendrauf, aber auch weniger KP. Aber gut, Verteidigung, was die KP ausgleichen dürfte, weil 3% von 600, nee, 400 ist nicht so viel. Ich weiß nicht, wenn man es mit Items kombiniert, vielleicht zu Kuri, dass man das irgendwie auflevelt, das Sparbuch. Ich habe keinen Plan, das wäre jetzt nur Vermutung von mir. Aber egal, so. Ach nein. Hier ist der Hanfkorb. Nichts zum Level-Up des Ranges, sondern hier neues Ding für ihn, okay. Auch, ach, weil ich es früher gewusst. 8 Agi obendrauf. 6. Hätte vielleicht den Kampf ein bisschen erleichtert bis dahin. Schön blöd. Weniger Leben, mehr Verteidigung ebenfalls und Angriff und auch ein bisschen mehr Agi finde ich auch nicht verkehrt und ordentlich Defensive. Man kann ja auch, wie man sehen kann, wenn man hier mal einen Gegner hat, der irgendwie spezielle Elemente im Angriff hat, hier jetzt halt noch zurücktauschen, auch wenn die jetzt nicht so super stark sind, haben halt andere Verteilungen der Elemente, die eventuell gut sein könnten. Vor allem auch hier, wenn ich hier ein bisschen gegen Schlaf immun sehe ich gerade, oder gegen Zustände auch, also unten ist Zustand, oben ist Elementeabwehr. Und so krass variieren ja auch die Statuswerte bisher nicht. Also ich habe hier zwar Minus, aber trotzdem 2 Leben dazu. Also nicht nur Minus. Lädt also dazu ein, das ein bisschen anzupassen, wenn man das braucht. Gut, gut. Trotzdem muss ich ganz dringend zur Kirche. Denn ich will ja meinen Level nach oben leveln. Also mein Rang, nicht Level. Aber generell, Kuri, wenn es danach geht, was sie im Kampf bringen sollen, die Items. Wir haben viele Items, die man einsetzen kann im Kampf, aber die nichts bringen. Aber es gibt viele versteckte Item-Kombinationen im Spiel, die neue Items erschaffen. Wie eben zum Beispiel meine Holzkohle, keine Ahnung was. Und das soll zum Teil richtig gute Items hervorbringen können. Ich weiß halt nur nicht, was für welche. Nur ein Level geschafft in der Zeit hier? Ich bin Level 12, das ist mehr, als ich eigentlich sein sollte, wahrscheinlich an der Stelle, nehme ich an. Ich bin auf einem guten Level 12, trotzdem ist es einigermaßen schwierig. Der Schwierigkeitsgrad generell scheint also nicht so niedrig zu sein. Wie dem auch sei, was ist denn IT 30 Sekunden? Warum ist es in Rot? Er kann nicht aufsteigen, siehst du, schade. Aber eh das Gleiche. Ich mach's natürlich trotzdem, ist klar. Wäre dumm, das nicht zu machen. Aber was ist IT? Habe ich dann 30 Sekunden Zeit für irgendwas? Oder? Was? So, nächster.
Faszinierend. Ich stand da gerade was. Ich muss das lesen, was da steht. Der Kampf. Nee. Warte, leere Kampf. Ach so. Ja. Verstehe. So. Das heißt, wir haben jetzt auch mehr Karten, die wir aufnehmen können, natürlich. Das machen wir auch. Wir geben dir einen neuen Fotoapparat dazu, würde ich sagen. Zack. Und. Ja, was noch ist die Frage. Ich könnte noch wieder mal Flammenschwerter kaufen, denn ich habe schon wieder keine, sehe ich gerade. Oh nein! Ich habe das Gefühl, dass Flammenschwerter generell totaler Mist sind, weil die so schnell aufbrauchen. Das gibt's doch gar nicht. Ist wieder alle weg? Nein, was? Nein. Ah! Wollte ich nicht. Das ist ja blöde. Vom Säbel. Richtig schwach, das Teil. Los, raus damit. Und dann wundert man sich, keinen Schaden zu machen mit so einem luschen Karten hier. Das ist doch blöde. Echt, diese Bambusstangen sind das Beste, was ich habe. Zum Angreifen. Und klar, Eisdolche sind auch toll. Die komischerweise auch Eisdolche bleiben. Obwohl die auch aus meiner Sicht irgendwie irgendwann erhitzt werden müssen, dann sich löschen quasi, aber das passiert da komischerweise nicht. Ja. Bambus. Was bleibt übrig? Ich habe keine guten Waffen gerade hier. Das ist alles Mist dagegen. Das ist ein bisschen blöde. Aber ich nehme, glaube ich, dann das wieder rein. Was habe ich? 2, 3. Habe ich eine 4? Heil-Item für eine 4 und eine 1 für ein Heil-Item. Sieht nicht so aus. Doch! Bringt es aber nicht so unbedingt. Das heilt dann doch zu wenig. Ich habe hier eine 4 mit den Bananen. Nehmen wir die Bananen rein dafür. Was soll's. Bisschen halten tut das ja. Und dann noch hier von der 4. Das ist recht gut, Verteidigungswert eigentlich. Und dann nehmen wir noch... die Qual der Wahl, ja? Nehmen wir die Banane rein, was soll's, komm. Nächster. Das könnte ich eigentlich hier mit Feuer füllen, das Ganze. Ich habe noch keine Feuerkarten, die ich da jetzt in die Zahlen anpasse, leider. Das ist ganz schön ärgerlich. In der 6. hier habe ich eine 4. Bringt mir alles nichts. Ich meine, klar, ich kann 6, 6, 6. Kann ich nicht. Ich kann 6, 6 machen, immerhin. Aber besser als ich. Komm, machen wir mal so. Nehmen wir uns ein schönes rein jetzt. Kann den wieder mit reinnehmen eigentlich. Spricht nicht wirklich was dagegen. Kann Status leiden. Warum nicht? Ach, was kompliziert, Kurin. Das ist alles easy poopy. Auch noch das hier reinnehmen. Jetzt habe ich weiter kurz. Zwei Angriffe reingenommen. Ein Defensiver und ein Status-Dings. Gebumsel. Das hält bloß zu 7%. Du meinst schon eine Knospe gewesen. Klappe zu. Ich weiß nicht, was der mit dem Zombie-Zeug. Ich bin unentschlossen. Aber was soll's hier? So. Passt erstmal für mich. Denke ich. Zum Abenteuer zurückkehren, natürlich. Ist ja ganz klar. Ist ja ganz klar. Bin sicher, wir müssen Lüd aufsuchen. Aber du bist, glaube ich, neu hier. Achso. Nein, nicht wirklich. Jetzt gerade, wo ich da lang gehen könnte, kann ich da nicht lang gehen. Auch toll, ne? Du da. So viel zum Volk der Ritter, was? Achso. Mhm. Die haben offenbar Dinge vor, die Leute. Ist nicht gerade überraschend, aber ich sag's nur mal. Und Lüd ist mir jetzt los, habe ich gerade gesehen. Sein Schiff ist gar nicht mehr da, so wird ja wohl nichts weiter passieren. Na, ihr? Ich habe das Wasser gelöscht, weggemacht. Toll, ne? Von mir? Finde ich gut. Ja, echt mal, Leblis. Masaka? Machen wir gleich. Warum nicht? Eigentlich ist das sogar naheliegend. Passt. Ja, du bist vielleicht wichtiger als ich.
kenne ich ja gar nicht. Das hat sie gesagt, aber stimmt nicht. Naja, ist so eine komplizierte Geschichte, ne? Ja. Entschuldigung. Aber ich glaube, das ist ja eher eine Sache, die den Leuten hier gefallen dürfte, weil ja deren alte Leute das Imperium nicht mögen, oder? Genau. Ja, easy peasy, Kurin, so ist es. Echt mal. Ah, die wollen die Burg stürmen. Ja, das klang auch so. Naja, es sind 5 Leute hier. Okay. Tatsache? Hast du das? Wer weiß das schon? Geldo Blams teuflische Pläne. Er will Geld haben. Wahrscheinlich. Genau. Das machen wir. Shira, du gehst auch, oder? So ein Zufall. Immer noch der gleiche Weg, den die beiden haben. Verbündete aus der Not heraus, ne? Kommst du mit, Gibari? Ja. Verstehe ich total. Wir sind auch die total besorgniserregenden Leute. Und so. Ja, mich auch. Ein bisschen. Ach, die hauen wir weg. Das verstehst du nicht an weghauen. Ja, aber da müssen wir trotzdem erstmal hinkommen. Eben. Ein Tarnumhang vielleicht. Ach was. Hauen wir K.O. Immer noch. Ah, wo ist Anna überhaupt? Ein Zufall. Bestimmt da hinten in der Ecke. Ah, sie ist weg. Anna war? Ja, so ja. Sakikara Sugata ga miyatara nai da. Toll, Leblis. Miyatara nai da to? Matta. Omae ga tsuite inagara. Oh. Windy. Hallo. Hallo, Windy. Das ist jetzt überraschend. Also so halb jedenfalls. Na, wie geht's dir? Dunkle Grüße. Willkommen hier bei Button Kaitos. Hab ja so lange nichts von dir gehört. Hab dich vorhin erst... Hast du wahrscheinlich gemerkt, ne? Vorhin erst gesehen, dass du bei Twitch auch einen Kanal hast. Ja, Mensch. Hallöle, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, versprich aufpassen. Komisch. Vorhin hat Leblis Gibari angemacht. Nur genau andersrum. Faszinierend. Gut, hab dann voll gesehen und dachte, oh, ja, dachte ich mir schon. Aber so oder so, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe ja gesehen, dass dein YouTube-Kanal ist ja extrem explodiert. WTF? Dafür, dass wir mal zusammen angefangen haben, mehr oder weniger? Alter, Falter, machst du da was. Krass. Mai, ja, machen wir. Kalasu, Shera. Ja, war eh der Plan, denke ich. Zwangsläufig. Kennst du Windy, Fake Arnold? Es klingt gerade zu vertraut irgendwie. Oder wie? Klar, sagt er. Wieso sagt er klar? Wie? Ach ja, klar, du bist ja auch von YouTube bei mir gewesen. Von daher wahrscheinlich, oder? Ergibt Sinn. Logisch. Dead Island, ja, hast recht, klar, du bist ja schon eine ganze Weile dabei. Ich hab. Ja. Aber ja, Windy, Twitch habe ich auch erst. Naja, was heißt auch erst? Ich habe vor vielen Jahren schon mal einen Twitch-Kanal angelegt und den Twitch-Kanal angelegt, hab aber nur einmal gestreamt, dann nie wieder und dann erst jetzt
Dezember letzten Jahres angefangen, sonntags zu streamen. Und jetzt erst vor 3, 4, 5 Monaten? Ich weiß gar nicht genau. Jemals so in der ersten Jahreshälfte habe ich angefangen, Twitch ein bisschen regelmäßiger zu machen, tatsächlich. Und Fake Arnold heißt eigentlich DJ Kebab auf YouTube. Vielleicht sagt dir der Name noch irgendwas, aber ich glaube, du hast ja so viele Leute inzwischen, daher gehen einzelne Namen vielleicht ja auch unter. Wer weiß das schon so genau. So, Anna muss ich suchen. Wo war sie noch gleich? Ich habe nicht aufgepasst. Wir sind so unbedeutend, so unwürdig, unwürdig, unwürdig. Ja, ja. Habe ich damals schon gesagt. Aber krass, ehrlich. Vor allem, darf ich es überhaupt sagen? Nee, ich mach's lieber nicht. Jeweils vor allem, Windy, weil ich weiß, wir hatten mal drüber gesprochen vor einer ganzen Weile, was deinen Kanal angeht und die Sachen, die du da machst. Da hattest du was erzählt, was ich jetzt überrascht bin tatsächlich, dass du das immer noch machst. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, ich weiß ja nicht genau. Ich will es nicht weiter ausführen, weil. Wenn du weißt, worum es geht, dann weißt du vielleicht, warum ich es nicht sagen möchte. Sicherheitshalber. Ja, nichts Schlimmes, aber kannst mir denken, okay. Ja, wir sind sowieso alle unbedeutend, alle. Ich habe trotzdem nicht aufgepasst, wo ich hingehen muss, wegen Trullerchen. Jetzt muss ich Twitch weitermachen, weil sonst deine Fans enttäuscht. Ach, da ist Anna. Zurücklassen wird, ach so. Naja, was heißt du? Ich bin nicht vorgelesen, verdammt. Mist, jetzt. Chat, Spiel, Chat, Spiel, Chat, Spiel, Chat, Chat, Spiel, Chat, Chat, Spiel. Dafür habe ich ja noch Twitch. Ne, habe ich auch gesehen. Auf Twitch hast du andere Sachen tatsächlich drauf, ja, ja. Aber komischerweise ist dein Twitch-Kanal jetzt nicht so gut. Wobei ich weiß gar nicht, wie lange bist du bei Twitch, Windy? Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ich stand, glaube ich, da, aber ich weiß es nicht. Aber auch noch nicht so lange, glaube ich, oder? Es gibt eben nur einen bedeutenden Gott. Mi will auch Gott. Nix ist Fake Arnold. Egal. Hey, lass sie los, du tust dir weh. Oh, meine Stimme. Ganz kurz was trinken. Ist denn schlimm hier? Ich blabbel zu viel heute irgendwie. So. Ja, alles cool, Kurin. Ist auch heute länger geworden als geplant. Und ich mach, glaube ich, vielleicht sogar noch bis 21:30 Uhr. Ich muss ja morgen wieder zum Sport, aber bin grad gut drin, deswegen ja. Trotzdem schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Ja, ihr minderwertigen Eingeborenen, ihr dürft uns nicht widersetzen. Dafür wirst du bezahlen. Von mir aus dann, zeig, was du drauf hast. Haha, die Menschen von Diadem geben nie kampflos auf. Du Weibstück, wenn wir nicht den Befehl hätten, Zivilisten zu verschonen, würde ich kurzen Prozess mit dir machen. Immer diese Ausreden, ne? Ha, selbst wenn ihr mich tötet, ihr werdet niemals die imperialen Schurken, die Herzen unseres Volkes gewinnen. Aber sag mal. Verstanden? Du wirst die Dinge bald anders sehen. Du wirst doch bereuen, das jemals gesagt zu haben. Ich würde gerne einschalten, so langsam. Aber ich meine ja bloß. Ist ähnlich wie bei dir. Früher mal angefangen, dann nicht weitergemacht und nur ein bisschen zwischendurch und seit ein paar Wochen wieder mehr. Ach so. Ja, cool. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du da bist, vielleicht sehen wir uns jetzt öfter bei Twitch nochmal. Finde ich ja toll. Ja, gamble mal. Geh mal. Fake Arnold, geh mal all in. Das ist mein Top-Tipp an dich heute. All in. So. Nichts wie rein jetzt. Die Schnauze. Nicht das All-In. Mensch. Hast du wohl. Hätte gewonnen, gibt's doch nicht. Ey, Fake, aber ich kann dein Glück nicht leiden, weißt du das? Das ist ganz schlimm. Wo sind die Obsessionen? Sind doch die Leute. Hier ist keiner. Weiß nicht, weil das gemeine Soldaten sind? Ja, machen wir, Fake Arnold. Machen wir, Lottoschein. Ja, wäre nice, bin auch für gemeinsame Projekte zu haben. Sehr gerne, Windy. Auch wenn da meine Anfragenliste gigantisch ist und ich viele, viele Spiele momentan auch schon mehr oder weniger parallel spiele. Ich bin ja aktuell bei Xenoblade dran, bei Button Kaitos, bei Starfield. Ein bisschen noch bei Diablo, wird auch wieder mehr werden mit der nächsten Season. Und momentan machen wir jeden Freitag auch irgendwie Spiele zusammen. Mit unserer mehr oder weniger fixen Community. Ja, kein Stress. Nee, trotzdem, ich muss das nochmal. Weil ich hätte auch Bock, so ist nicht. Ich hätte mit allen möglichen Leuten Bock, aber. Wie wär's mit Dead by Daylight? Schwierig, Fake Arnold, denn da sind wir ja schon zu viert.
Und ich weiß auch nicht, theoretisch wäre Dead by Daylight so eine Option. Aber da müsste man gucken, wenn einer von meinen Standardleuten da krank ist. Weil ich will jetzt euch sagen, ja, das ist ja auch doof für uns sagen, hey Leute, ich habe jetzt Windprinzessin. Die ist total fame. Lass die mal raus, reinnehmen und dafür, keine Ahnung, Pfandpirat rausschmeißen. Das mache ich nicht. So ein Quatsch. Das will ich nicht. Ist nicht. Ist ja klar. Einer wird den Kill übernehmen. Ja, geht nur bedingt Fake Arnold. Denn das Problem bei Dead by Daylight ist, man kann zwar zu viert in der Gruppe spielen gegen einen Killer, den man kennt, muss dafür aber ein benutzerdefiniertes Spiel erstellen und für das wiederum bekommt man keine Blutpunkte nach dem Spielende. Das heißt, man kann sich nicht aufleveln. Das ist zwar möglich, teilweise so als kleines Spezialausgabending davon, aber halt vielleicht nicht, was man andauernd spielen will oder sollte, weil da einfach nichts passiert dadurch. Das ist halt ein bisschen doof. Ja, ja, Fame. Ich weiß Bescheid. Egal. So, weiter hier im Text. Ja. Schreie, naja. Ah, 帝国の連中 があんまり横柄なもんだから. Ja, voll arrogante imperiale Soldaten. Kennt man ja. Sturmtruppler und so. Total arrogant. それより、あんたたちの方はどうなんだい? 城へは行けなかったのかい? Wir brauchen den Geheimgang. Ah, 戻ってきたらこの通りだからな. 村から出られないんだ. Sauerei, ne? サカバに抜け道があると聞いて、アナさんを探していたんです。うん。そういうことか。そういうとこだ。わかった。私任せて。いや、わかった。頼むぜ、アナ。ありがとう、アナさん。どういたしまして。私は先に行って用意しとくから、あんたたちもすぐ店において。いや、全然、あ、so weit. Geh schon mal vor. Geh gleich nach. Was mir spontan einfiel, vielleicht Windy. Ich weiß nicht, ob du es. Generell weiß ich nicht, was für Spiele du so hast. Multiplayer tauglich und so weiter. Kannst ja. Ich überlege gerade. Haben wir uns auch irgendwo connected? Außer auf ja, YouTube und Twitch? Ich glaube nicht, oder? Wege schreiben. Dann hast du natürlich Discord die Möglichkeit. Da uns ein bisschen zu kommunifizieren. Jeweils kannst du ja mal wie durchkommen lassen, was für Multiplayer-Spiele du theoretisch hättest, die möglich wären. Und Ustra ist auch auf Twitch, echt? Echt bei Facebook? Ich habe da geschrieben. Ich meine, da warst du ewig nicht gewesen. Ich glaube, da ist sogar noch eine offene Anfrage von mir in deine Richtung. Bin ich mir nicht ganz sicher. Egal. Dass Ustra noch noch generell noch macht, weiß ich, aber der macht doch momentan, glaube ich, nur komplett englische Sachen, oder? Heißt er doch irgendwie Ustra Umbasa irgendwas? Ist auch mit seiner englischen Tour, glaube ich, ganz gut dabei. Ich glaube, inzwischen sind sowieso alle besser als ich, was das angeht. Was, naja, Abos angeht, was Views angeht, etc. pp. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber ja, das hat es irgendwie alle geschafft. Krass. Aber wäre natürlich ganz cool, wenn Ustra da Bock hätte. Ich weiß nicht, müsste man mal vorsichtig anfragen, irgendwie. Aber per se wird das cool, ja. Nee, wir gehen schon nach Hause. Tschüss. Jagd, wenn ich Zeit habe, gucke ich auch bei euch, passt da noch zu spezifischen Themen. Achso, ja. Ist der passt gerade? Nein, nicht anfragen, nein. Ah, okay. Ach so. Okay. So schlimm, Windy? Hattest du mit Ursula mal was zu tun gehabt die letzten Jahre? Ich gar nicht mehr. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir geschrieben haben mit Dead Island, war es noch Dead Island gewesen, das letzte, was wir zusammen gemacht haben? Ich weiß gar nicht genau. Seitdem gar nicht mehr, tatsächlich. Ich habe auch lange überlegt, irgendwie mal anzuschreiben, einfach so. Aber ich hatte halt keine Kontaktdaten. Jetzt, wenn du sagst, dass er bei Twitch ist, könnte ich vielleicht da mal irgendwie in die Richtung gehen. Wobei, stimmt gar nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich Ustra vor ein paar Wochen erst bei YouTube einen Kommentar geschrieben. So ähnlich wie bei dir heute auch, Windy. Ich glaube, ich habe das gemacht. Da kam keine Antwort drauf. Ah. Ja, war nochmal kurz was und dann Boom. Ja, dann soll es wohl nicht sein. Okay, ich bin mir echt nicht sicher. Aber gut, ja. Ist eine Weile her. Ich meine, was mich angeht, alles cool. Ich weiß ja nicht, was das Ustra ist. Ne? Na gut. Story. Jetzt kommen wir nicht weiter. Ah, mitten in der Mitte. Sumane, Anna. Ist natürlich designtechnisch ein bisschen einfacher für die Entwickler so, ne? Statt es hinter der Bar zu machen oder sowas. Lustige Geschichte erzähle ich dir irgendwann mal.
Ich bin sehr gespannt. Bitte, sehr gerne. Und auch sonst auch gern privat. Das macht mich jetzt sehr neugierig, Windy. Das macht mich jetzt sehr neugierig. Nur mal, warte ganz kurz, bevor es hier vom Chatbot wieder mal nicht eingeblendet wird. Doch, WhatsApp oben schon. Das ist egal. Trotzdem nochmal. Wenn du magst, kannst du ja rüberkommen. Beziehungsweise, wenn du da auf meinem Kanal bist, du musst ja nicht aktiv sein, aber auch kannst du nicht wieder rausgehen. Siehst du ja zumindest mich da. Und dann kannst du mich ja quasi als freundlich adden bei Discord. Da können wir dann auch notfalls da schreiben. Das wird, glaube ich, einiges an Kommunikation erleichtern. So,